Willkommen zurück. Okay. Wie kommen wir ins Lazarett? Gar nicht. Also ich habe zwei Überlegungen. Entweder ich gehe jetzt wirklich die Crew nochmal durch und wir schauen, dass wir noch ein paar rauskriegen. Oder ich muss, weil der eine sagt, es kommt ein Sturm auf, ich muss doch an Bord gehen mit dem einen, dass was passiert. Und den nächsten Abschnitt triggert oder so. Oder weil der eine ganz am Anfang sagte, er will mit den Steuern oder so, was die Finanzen angeht, mir nichts sagen. Dass wir, warte mal, hier das Zahlmeisterbüro gucken. Ob wir da was finden. Das ist das Zahlmeisterbüro. Was benutzen? Nee. Okay, dann schauen wir mal, ob ich zu dem einen Typen an Bord komme. Vielleicht muss ich ja zu einem späteren Zeitpunkt hier zurück, was ich fast nicht glaube, aber. Finish it. Oh. I'll make to port. Nee. Das ist noch nicht fertig. Obwohl ich mich. Ich kann jetzt speichern. Es gibt kein Speichern leider. Automatisch gespeichert. Okay, mich würde ja schon ein bisschen. Mich würde interessieren, wieso er mir die Option gibt, aufzuhören. Ist es ein, ja, ich möchtest du einfach das Spiel abbrechen? Option? Also, weil keine Ahnung, du wirst natürlich alles rauskriegen, aber wieso, was passiert, wenn ich jetzt schon zurückgehe? Das ist die Neugierde. Also ich hätte vom Spiel erwartet, ja, du kannst dann erst zurück, wenn du alles aufgelöst hast. Aber jetzt gibt er mir die Möglichkeit, nö, du kannst jetzt zurück, wenn du willst. Keine Ahnung. So. Das ist wahrscheinlich so ein Gimmick-Ende oder so kommt dann. Wie finden wir jetzt Zugang zum Lazarett? Oder ich muss das hier machen. Er sagt, ich hoffe, sie besinnen sich, hat diesen Tag kommen gesehen. Die Anwesenden an Bord. Identität der Schicksale erfahren. Schließen Sie jedes Kapitel ab und schicken Sie das Buch dem französischen Konsulat nach Marokko. Der Inhalt des Kapitels Geschäft ist geheim. Ich kenne die Details, behalte sie aber noch für mich. Henry Evans. Oh, das war der Maler, oder? Er ist doch gestorben. Nein, das ist der Schiffsarzt. Oh. Der hat's überlebt. Ich hatte diesen Tag entkommen sehen, es war eine Absicht der Verwundung, Schicht und Seiten des Buches 10. Bedauerlicherweise, dass mir meine schwache Gesundheit nur gestattet, die folgenden groben Umschreibungen der Papier zu bringen. Die Anwesenden an Bord, äußerst wichtig, überlasse Ihnen die Enthüllung durch das Schicksal, Veränderungsprozess zu treten.
Höllenschneider sich wird heben. Mit der Taschenuhr können Sie Identität und Schicksal aller Bord erfahren. Schließen Sie dieses Kapitel ab und schicken Sie das Buch in den französischen Konsulat in Marokko. Ist er hier? Der Inhalt des Kapitels Geschäft ist geheim. Ich kenne ihn deshalb, behalte ihn nur für mich. Ist er dann in Marokko? Ich muss schon schauen, wo er überlebt. Damn. Am Leben. Moment. Wo? Kadi kennt sich natürlich volle Kanne aus. Afrika, Marokko ist in Afrika. Danke, Charlie. Danke. Ich weiß ja nicht, ob er da unbedingt ist. Aber ich nehme mal an, dass das so bedeutet. Danke. Allgemeinwissen ist nicht meine Stärke. Trotzdem bin ich unheimlich neugierig, was passieren würde, wenn ich einfach jetzt zurückgehen würde. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Machen wir es mal so weiter. Dann wird. Da! Die Neugierde. Okay, mal ganz ehrlich, wenn es wirklich so passiert, dann müsst ihr doch einfach laden können, oder? Also, hier Ende! Und es könnte aber auch sein, dass ich ganz neu anfangen müsste. Das wäre aber scheiße. Gott, das ist. Tja, ohne Allgemeinwissen, keiner wird werben. Das stimmt, das würde ich überhaupt nicht können. Wer mit Millionär, da kann ich dann ein paar Millionen Fragen beantworten, wenn es dann in mein Fachgebiet fällt, aber garantiert nicht Allgemeinwissenssachen. Absolut grottenschlecht. Soll ich? Ich denke, er wird mir dann einen Schlüssel geben. Ich frage mich. Ich habe ja jedes Kapitel einmal abgeschlossen. Ich habe zwar nicht alles rausgefunden. Vielleicht muss ich zurück und er gibt mir dann einen Schlüssel und dann kann ich das letzte Kapitel aufdecken. I don't know. Oh, die Entscheidung. Okay, machen wir erst noch weiter. Es ist so viel ungelöst. Das ist so. Machen wir erst weiter. Macht Sinn, oder? Crew. Macht Sinn. Wen versuchen wir dann zu bekommen? Wir müssten eigentlich uns nach jemandem umschauen, der einen Stern oder so hat. Einen Strich. Die mit mehreren Strichen sollen schwieriger sein. Ein unbekannte Seele einer tragischen Krankheit. Erinnerungen markieren. Da haben wir ihn zuerst gesehen. Sonst schauen wir mal, ob man das rauskriegen könnte. Weil ich hätte, glaube ich, jetzt alle Erinnerungen, was ich kriegen kann. Und zwar er. Wen wollte ich? Das war die Fracht. Und hier haben wir gesehen, wie er irgendeine Lungenkrankheit, nicht die Schwindsucht, durch die Kälte verschlimmert. Wird sich das ausbreiten? Weiß ja, hätten wir das alle schon. Müssen wir in das Haus einfallen. Jetzt sind alle gesund. Wir stehen die Chancen. Ich habe irgendwas Laudanum verabreicht. Wir werden sehen. Da war er am Sterben. Aber wie kriegen wir raus, wer er ist? Mr.
Was hat er hier gemacht? Bittere Kälte Teil 1. Das ist vor dem Arztding. Kann ich da einfach nochmal hin? Ich habe ihn nur in diesen Erinnerungen gesehen. Das ist doch total irre. Soll ich das rauskriegen? Ein Ausschlussverfahren. Das war's. Da ist er gestorben, oder? Nee, das ist Sayid. Wen wollte ich haben? Sayid? Sayid, du tot! Gut, Bio! Den wollte ich haben. Diese unbekannte Seele erlag einer tragischen Krankheit. Er ist hier. Okay. Er sagt hier aber nichts, er ist bloß zu sehen. Okay, dann müssen wir wieder raus. Ich brauche nur die Texte durchgehen und schauen, ob die Namen fallen. Ich glaube eben nicht. Die fallen nicht. Öffnen Sie das Buch bei geöffneter Taschenuhr zur relevanten Seite zu blättern. Oh. Ah. Okay. Das ist er. Da ist er gestorben. Und da reden sie wie bei dem anderen Kerl. Irgendeine Lungenkrankheit. Nicht die Schwindsucht, doch die Kälte verschlimmern. Wird sich ausbreiten, falls ja. Sie müssen sich das in diesem Lasker-Haus eingefangen haben. Lasker-Haus? Ich habe jetzt alle mal untersucht, dann sind alle gesund. Schöne Chancen. Ich habe mir Laudanum veranreicht. Da ist er im Arztding gestorben. So, da haben wir ihn gesehen, während Sayid gestorben ist. Und hier war er. Zieh hoch, runterlassen. Zahlen. Wo war er da zu sehen? Da war er auch zu sehen, oder was? Er wird einer der Lagerarbeiter gewesen sein oder so. Ich hab nur die vier Erinnerungen. Runterlassen. Hey, da, Moment. Nein, noch nicht dort da unten. Vielleicht muss ich den mit Ausschlussverfahren machen. Einer der letzten Matrosen. Aber es sollte einfach sein. Also laut dem Strich heißt es hier 1. Das ist doch komisch. Eine bittere Kälte. Bittere Kälte Teil 2. Das ist eine bittere Kälte Teil 2. Hm? Oder ist das das? Das? Ja, da liegt er hier. Wo jetzt soll ich das rauskriegen, wer er ist? Verdammt. Das sind die hier. Oh, das ist Sayid. Sind die zusammen hier, die vier? Sind es vielleicht die vier Inder? Oh. Da sehen wir auch die Leute hier. Mhm.
Oder heißt ein Strich schwere Stufe? Ne, der meinte doch bei dem einen mit drei Strichen, dass der schwieriger sei, glaube ich. Könnte natürlich auch ein Strich schwierig heißen. Bin mir unsicher. Ich habe so keine Ahnung, was es bei dem bedeutet. Wir können ja mal einen anderen gucken. Da wird nichts gesagt. Eins schwer, zwei schwerer, drei noch schwerer, ja. Ich kann mir höchstens vorstellen, Said, die sind irgendwie zusammen gewesen. Upsa. Das ist Stuart. Was sind denn die England da, dass das einer von denen ist? Indien. Ah ne, wo ist das? Achso, Sahids wird hier nicht angezeigt. Es müssten vier gewesen sein. Konnte Sahid nicht anzeigen, weil ich den schon ausgewählt hatte. Hier. Wasim, Akbar und Rajub. Würde dann auch Sinn machen vom Bild her, dass die hier so nebeneinander gezeichnet wurden. Das ist dann echt Ausschlussverfahren. Der ist aber 3, wurde von der Bestie zerquetscht. Der ist 2. Vielleicht finden wir den raus. Mittel. Whatever. Entweder wenn 1 oder 3 schwieriger ist, 2 müsste auf jeden Fall gehen. Und ich habe 6 Erinnerungen. Jetzt markiere ich die Erinnerung mit ihm. Ich hoffe nicht, ich habe die Sahid-Erinnerung, ich habe seine noch markiert, ne? Ne, nicht. Der kommt da auch drin vor in allen. Da ist er gestorben. Da ist das, wo er runtergefallen ist. Der rutscht nicht aus. Vorsicht, einen Moment. Da hätten wir eine hübsche Muschel. Werfen wir einen Blick drauf. Das ruhlose Gefangene. Da rutscht ja nicht aus. Aber auch halt nichts von irgendwelchen Namen zu hören. Jetzt schaut die Muschel. Truhe raus damit nach unten. Da ist er halt mit anwesend, aber nicht Teil des Ganzen. Geschlachtet. Bring ihn zum Zimmermann. Wickel ihn ein und gib ihm die letzte Ölung. Schlag ihn dort ein, ein Schlag durch den Schädel durch. Da, ja, komm schon. Nie auf dem Bauernhof gewesen, Charlie. Pass auf deine Schuhe auf. Oh. Charlie ist der, der kotzt. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht eingetragen. Bittere Kälte Teil 3. Wo ist denn der kotzende Charlie, der seinen Vertrag hat? Was hat er noch gesagt, Charlie ist am Kotzen. Ich nehme mal an, dass das ist Charlie hier. Oder? Letter hier. One swing. Get true to skull in stone or brain. I'll cut her throat when you've done it. Here? Yeah. Come on before she kicks up. You all right there, sir? Never been on a farm, Charlie. Mind your shoes now. Definitiv Charlie. Charlie.
Wo ist denn dieser Charlie? Charles hat man hier. George, Alexander. Wird wohl Charles sein, hä? Heinrich. Bootsmart, der wird seine sein, oder? Ist der Bootsmann. Smart. Fuck. Wer sind die hier alle? Der sieht wieder Schlachter dann aus. Oh, Moment, oder da? Da müsste einer der Schlachter von denen sein. Den haben wir schon öfters gesehen. Glaubt, das ist der Schlachter. Das wird Sinn machen. Der hat auch, nur die, der hat auch immer die Schürze an, die Schlachterschürze. Was ist sicher gewesen? Henry Schiffsart lebt in Afrika. Mhm. Nuzio Nichols wurde mit Messer ermordet, das wusste man. Und der Schlachter ne, aufgespießt. Namen Chrises. Willkommen zur Obra Dinn. 18 von 60 Schicksalen. Okay, das ist der Schlachter. Das erklärt aber noch nicht, wer die anderen sind. Sind es dann Fähnriche? Was ist denn ein Fähnrich? Genau. Offiziersanwärter, die verschiedene Offiziere und Fachleute zur Hand gehen, um sich bei dem Trieb des Schiffs so drauf zu machen. Genießt für gewöhnlich einen privilegierten Status. Vielleicht hat er hier der Schlachter die drei Fähnriche herangezogen? Ja, die, das sind drei Fähnriche. Um die einzutrainieren, weil sie sich alles machen sollten mal auf dem Schiff. Nehme ich mal an. Und dann ist er, wenn das die Fähnriche sind, alle drei, dann ist er Charles hier. Genau. Das ist bloß die Frage, wer die anderen beiden sind. Wir haben... Shit. Peter Milroy und Thomas Lanke. Ich glaube, das ist Peter. Ich glaube, das ist Peter, weil... Das gehen wir jetzt gleich die Erinnerung durch. Das können wir aber rausfinden. Wieso bin ich hier rein? Wegen Charlie bin ich hier rein, ne? Ich bin nur wegen Charlie hier rein, okay. Ich glaube, das ist Peter, weil der eine ihn doch erwähnt. Also sagt, dass sein Freund Peter doch zerrissen worden sei. Und Peter wird dann zerrissen. Okay, Moment. So. Alle Lesezeichen entfernen. Moment, Moment, Moment. So haben wir die Crew. Getötet. Explodiert. Oh no, der hat gesagt, er hat versucht, Peter zurückzuziehen. Aber hat es nicht geschafft. Den hatte ich doch vermutet, dass er das ist. Jetzt war das nicht zerrissen, sondern zurück. Moment. Zimmermann, Bauernhof gewesen, Charlie, pass auf, da war als erstes zu sehen. Dann. Was ergibt dich, Leute? Können Sie es nur wagen? Blick auf.
Freundin zurück. Da war auch anwesend. Schnell verbrennt es. Da war er im Kampf. Und dann... Er wurde aufgespießt. Hier mit der Knarre. Schießt doch endlich immer das Ding. Oh, wer war das? Gott, der war da hinten drin gestanden. Und dann Kanone losgerissen. Und da war Peter oben. Ich nehme an, dass Peter... Festhalten, wirf das Pulver. Und da ist es explodiert. Und der eine wollte ihn zurückziehen. Und da hat er irgendwo hat einer was vom Zurückziehen angelabert. Moment. Kennst du vielleicht, wenn man wo ist? Er kommt da weg. Verschwundene Conclusion. So, das war dann das. Das ist dann auf der Flucht. Warte mal. Ihr Maat wurde zerfetzt. Er sagt, ja, Aufstein gebannt. Jetzt hat. Paul, Achtung, stopp, lassen Sie sie gehen. Paul, Achtung. Oh, Paul, haben wir Paul schon eingetragen? Ist er Paul? Paul wurde von einem ungetötten. Könnte sein noch. Meuterei, Meuterei. Hier kommt es mit Peter. Ruchtenar gleich einen der letzten. Sag Piets Mama, dass ich mein Bestes gegeben habe, ihn zurückzuziehen, um ihn zu retten. Und das ist der andere Fenrich. Und er hat versucht, ihn zu retten. Piet zu retten. Piet ist explodiert. Ich will zu dieser Explosionsleiche kurz nochmal rein. Und ich glaube, das war er, wo das Seil in der Hand hatte. Ich muss... Wo war diese Explosionsleiche? Hier? Ja, muss ich da rein nochmal? Und hier das Seil. Wenn er der andere ist, er hat hier versucht zu ziehen. Yep. Okay. Und das ist Pete. Yep. Yep, da haben wir die Fähnreche. Peter Milroy. Und hier haben wir Thomas Lanke. Ausschlussverfahren. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir jemand getötet wurde. Das können wir jetzt versuchen rauszukriegen. Damn. Okay. Um jetzt rauszukriegen, von wem er getötet wurde, muss ich... Ich weiß sogar, welche Erinnerung das war. Und dann müssen wir schauen, welcher Typ das war. Das war der, wo Meuterei begehen wollte. Der ist hier drin gestorben. Aber sehen tun wir es. Moment mal, welche Leiche sehen wir das? Der nicht. Da wird er erschossen. Und könnten Angreifer erschossen. Shit, nee, Teil 5 brauche ich. Nee, Teil 4, Teil 3 brauche ich. Oh, das ist oben. Das ist oben. Hier. Das ist Teil 3. Hier muss ich rein. Und dann kann ich hier nochmal runtergehen. Oh shit, da komme ich gar nicht runter. Oh, komm runter.
Scheiß auf. In der Erinnerung. Das ist Pete. Richtig? Nein, das ist Thomas Lanke. Ah, natürlich, so. Der sagt, er hat versucht, Pete zurückzuziehen. Natürlich, und von ihm wissen wir nicht, wer der unbekannte Gottchen. Er stirbt dann hier drin und sagt, er hat dann noch versucht, Pete zurückzuziehen. Und das ist sein Mörder, und den wissen wir nicht. Das heißt, ich müsste diese Erinnerung checken, um rauszukriegen, wer er ist. Ist definitiv einer der Offiziere mäßig mit Kanonier Smart könnte es sein. Wenn der neben dem Kanonier steht. Ist definitiv. Und wer ist er? Das ist Brennan da drin. Oh shit, Brennan hat ihn umgebracht später. Oh shit, den habe ich nicht erkannt damals. So wusste ich das noch nicht. Das ist Brennan. Oh fuck. Okay. Sei der erste, den ich dann. Wolf hatte das Erschießungskommando, aber da müsste er auch neben ihm stehen. Da müssen wir eigentlich nachher mal reingucken. Und ich glaube, das ist Paul. Da muss ich noch einmal zurück. Weil sie vorhin sagen, Paul, Vorsicht. Da müsste ich kurz noch einmal zurück, dann könnte ich dir das noch gucken. Und dann zum Erschießungskommando gucken und schauen, wer ihn umgebracht hat. Beziehungsweise die Erinnerung von ihm. Move quick. Ja. Paul, Achtung. Hey, nimm dich das. Paul, Achtung. Stopp, lassen Sie sie gehen. Okay, Mann. Paul, Achtung. Das heißt, das ist Paul. Steward des ersten Offiziers. Das sind? Wieso will der erste Offizier weggehen? Der Steward. Muss er ja sein. Achtung, Paul. Wer würde sonst Achtung rufen? Aber wer ist er? Wissen wir nicht. Einer der Gefangenen. Sie kämmer auch nicht. Und ein paar Frauen, das ist das Problem. Da ist Henry Evans. Oh, und er hat's von Bord geschafft. Dann ist sie auch noch am Leben. Kann ich mit ihr noch irgendwie? Da ist er von Bord gegangen. Dann ist sie auch am Leben. 100 Pro, verschwunden bei Flucht. Das war hier. Die sind beide von Bord gekommen. Aber wir wissen nicht, welche zwei Frauen das sind. Wer ist nicht von Brandon getötet worden? Das ist eine gute Frage. Der hat einiges erwischt, ne? Ja, aber am Leben, wenn ich sage am Leben, muss ich sagen, wo sie leben. Das ist das. Das ist das Komische. Das ist der erste Offizier, natürlich. Klar. Und der geht seinem Mart zur Hilfe. Macht Sinn. Doch, macht Sinn. Aber wer das ist, wissen wir noch nicht. Okay, wir wollten erstmal gucken, wen Thomas umgelegt hatte. Ich muss zum Erschießungskommando nochmal. Ja, vielleicht komme ich bei Evans an Land und dann erfahre ich das wahrscheinlich, ne? Na, lassen wir mal noch gucken. Ein paar Sachen rennen wir auf jeden Fall noch raus. Da steht auf jeden Fall Wolf rum. Da ist er.
as captain of this ship and by the authority of the East India Company and thus the Crown of England, I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire! Ich möchte bitte mal darauf hinweisen, dass die alle ein tolles Aim wie ich hatten. Aber dann ist er daneben. Das spricht sehr stark dafür. Das spricht sehr stark dafür, dass er da kanoniersmart ist. Sehr stark. Nimm's an. Oder? Da ist der erste Offizier. Da wissen wir nicht, wer die sind. Oh. Das ist der zweite Offizier, oder? Ja. Das ist der Mörder. Das ist dein Komplize. Der flüstert ihm was. Der flüstert ihm was. Das ist nur einer seiner weiteren Offiziere. Erster, zweiter, dann ist noch... Wie viele Offiziere haben wir überhaupt noch übrig? Dritter und vierter. Wir wissen nicht, wer wer ist. Wo sind überhaupt die anderen Offiziere dann? Wenn das seine Offiziere sind, wo steht dann der andere Offizier? Kann ich bis jetzt Aim auf dem Schiff mit dem Vorlader, wenn andere mit jetzt. Ja. Das dürfte dann einer seiner Stewards sein, von ihm hier. Da ist der Steward des ersten Offiziers, und er steht aber da hinten. Schiffsarzt, naja. Wo steht hier der vierte? Ach, darum. Da steht noch ein Offizier rum. Da steht noch ein Offizier rum. Aha, das sind vier Offiziere. Wie gesagt, ich nehme es mal an, dass er das ist. Bin mir nicht sicher. Kann erst mal. Wir können noch mal schauen, in welchen Erinnerungen er überall vorkommt. Das sieht aus wie der Koch. Das ist der Schlachter. Ah, das ist er auch schon. Das ist der Koch wahrscheinlich. Das ist doch definitiv der Koch. Smutje. Das Smutje! Nice. Fenrich, Charles, Charlie Hammer und Peter fest. Okay. Falls Kali da mitschießt, wäre ich gerne dicke am Master, dass ich wirklich keinen Fisch sehen kann. Damn, aber vielleicht ist er das nicht. Weil wenn ich jetzt gerade drei, wenn ich ihn auch schon richtig gehabt hätte, dann hätte es bei ihm, ja, dann hätte bei ihm... hätte es ja schon da procken müssen bei drei richtige. Er ist nicht der Maat. Ist er dann vom ersten Offizier? Nee. Vielleicht doch. Das macht aber Sinn. Ist er fest bestätigt? Nein. Gucken wir mal nochmal runter. Guck mal andere Erinnerungen mit den beiden. Sieht aus wie der Steuermann. Na stimmt, mal schauen. Mal schauen, was wir in anderen Erinnerungen noch sehen. Vielleicht war der Kanonier nicht richtig. Vielleicht ist er der Kanonier und der andere der Maat und der muss es ansagen. Gucken wir mal die Erinnerung mit ihm durch. Schauen wir mal.
Gehen wir chronologisch rückwärts oder vorwärts? Schauen wir erstmal, wie er gestorben ist. Dann noch rückwärts. Müsste er sein. Achso, ja, er wurde ja von Brandon erschossen. Dammit, ich bin dumm. Er wurde von Brandon erschossen. Ja, wir nehmen das Schiff und segeln gen Osten. Wir tauschen Fische und Muscheln gegen Gold. Hä? Hä? Meuterei, Meuterei. Nicht zu trauen, haben sie einen Plan. Okay. Da hat man dann auch gesehen, das ist diese ganze Erinnerung, wo wir gesehen haben, wie er die Meuterei gemacht hat. Wo ist mein Franzose? Ich habe gesagt, ihr Mart wurde zerfetzt. Verdammt, bist du tot. Stumm verschwunden, eine Kammer kracht, weil er sagt, er habe sie verjagt. Zu schnell gebannt, da hat er mit dem sich unterhalten. Okay, dann müssen wir ein anderes Kapitel gucken. Gehen Sie sofort rein, mein Mann, wo ist er unter Deck? What? In diesem Kapitel kam der auch vor? Wo war der da? Den Franzosen hast du schon. Ja, Moment. Ich glaub schon. Frankreich, nein. Ich habe nur einen Franzosen. Den gehen wir dann gleich an. Mach mal einen Merker rein. Bootsmart. Da wusste ich das, dann weiß ich, wer Charles, glaube ich, ist der andere Charles. Muss da mal gucken. Machen wir mal einen Merker für den Franzosen noch rein. Du musst hier rein in ihre Erinnerungen. Das kam am Anfang cool rüber, da drehst du dich um so. What the fuck? So, wo ist er hier? Er müsste unter Deck sein, eigentlich bei den Kanonen, hatte ich vermutet. Nix. Er ist in. Oh. Das ist dann. Das ist der Bootsmann. Er ist da oben. Gott, da klettert irgendwer. Ist sie erwischt? Oh, da ist einer der. Martin, wo ist der Captain? Sind wir ganz was los? Gehen Sie sofort wieder rein. Ich will zu meinem Mann, wo ist der? Unter Deck, kommen Sie her. Martin, sie hat, glaube ich, gerade den Offizier hier angelabert. Martin, dritter Offizier. Oh. Lebt er noch? Kann ich da überhaupt was klicken? So kann ich da nicht. Ich glaube, sie hat gerade Martin hier angerufen und dann stirbt sie. Martin, wo ist der Captain? Wo ist der? Unter Deck, kommen Sie her. Und dann prallt das Teil runter. Haben sie es doch nicht rausgeschafft? Nee. Ah doch, weil später kommen sie dann raus. Steward des ersten Offiziers. Aber wo ist der eine in der Erinnerung? Hier! Da ballert er drauf. Fuck, das hilft mir natürlich nicht viel weiter. Das hilft mir natürlich nicht viel weiter. Achso, dann ist der letzte Offizier. Das macht Sinn. Upsa, wo habe ich meine? Bestimmt. Müsste der vierte Offizier sein, John Davis. Wir brauchen aber noch ein paar, damit wieder was prockt. Moment, das war dann. Oh shit. Hier haben wir zuerst gesehen. Räumt das Tank. Eine hübsche Muster zurück.
Was war das hier? So eine Leiche. Dass ich nicht vom Buch aus direkt reinspringen kann manchmal. Das ist. Ey, wo er hier unten erwischt wird. Ist das hier? Ups, ich hätte das. Ah. Da erwischt den Smooth hier. Schon. Da haben sie es an Bord gebracht. Da sind sie an Bord gekommen. Wo finden wir ruchlose Gefangene? Unterhält sich der Captain mit seinen Offizieren und der Kanonier steht da mit ihm. Es macht eigentlich schon Sinn, dass er der Mart ist. Er unterhält sich hier mit seinen Offizieren. Und der echte Kanonier, ist der eigentlich bestätigt? Der ist noch nicht bestätigt. Achso, einen unbekannten Angreifer, das ist vielleicht nicht bestätigt. Es macht Sinn, dass er der Mart bei ihm ist. Hallo, Kladutz. Alter, den haben wir bestätigt. Die stehen hier rum. Wer ist hier hinten? Aha. Ah. Wo will der hin? Der will weg. Glotzen Sie, das sind die ganzen Fähnreche hier. Und da erwischt es. Und da stürzt er dann auch. Das sind definitiv die vier Inder. Oder ne? Das sind zwei andere auch dabei. Verdammt, Mann. Keine Ahnung. Müssen wir nachforschen. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir einen anderen. Wo der eine stirbt, da können wir vielleicht noch was sehen. Wo der Kanonier an sich vielleicht stirbt, dann kann ich vielleicht sicher feststellen, dass er der Kanonier ist. Da sehen wir auch nochmal. Achso, da sehen wir einmal. Da haben wir hier. Jetzt unter Deck. "20 Jahre, mein Steward." Wo ist das? Ruchlose Gefangene im Frachtraum da unten. Ort. Da hinten ist es. Die Erinnerung war das. Das war das, wo runtergefallen ist. Ja, das war das, was ihn abgeführt hatten. Da kommt aber er auch vor. Keep pressure here. Never a doubt of your sanity. Explain it.
Er beschwert sich festhalten, dass man dann 20 Jahre lang mein Steward und nie nur ein Zweifel an seinem Verstand. Erklären Sie sich, diese Ruder und Biester sind verflucht, werft sie zurück, durch Schuss von eins verderben. Bindet ihn und schafft ihn ins Lazarett mit diesen Dingern. Im Lazarett sind die Dinger. Holy fuck, da sind Viecher drin. Vielleicht kommt er zur Besinnung, wir kommen momentan nicht rein. Wo ist jetzt da, ihr Narren? Es ist alles in Ordnung schon. Ich sah schon tief in der Tinte, glaube ich. Wo ist denn der Rest? Seinem Bein. Wer sagt es zu wem am Ende? Und sagt er, dass sein Kanonier, sein Steward. Der Bootsmann sagt, dass sein Steward noch nie Probleme gemacht hat sonst. Dann müsste ja das der Steward von dem Bootsmann sein? Nee. Bindet ihn. Könnte sein. Hatte ich den Bootsmann Steward nicht? Das ist der Captain. Da ist er. Oh, da ist der Schlachter und. Der Maler. Und da steht er rum. Bin mir nicht sicher, ob er der Kanonier oder der Kanonier Mart ist. Wer wird denn den Befehl geben zum Schießen? Das würde der richtige Kanonier machen. Ne, bloß der Mart. Die Steuern stimmen garantiert. Die tragen das. Er sagt, kommt runter. Mit dem kann ich auch nichts einstellen, für wann der gestorben sei. Der ist noch nicht tot. Matrose, geschlagen. Das könnte wirklich irgendeiner von den Matrosen sein. Irgendeine Matrosen. Okay. Also er sagt irgendwie 20 Jahre mein Mart, oder wer sagt es? Wer sagt es 20 Jahre mein Mart? Oder sagt es der Captain? Shit. Hier, den Druck halten. Das sagt der Arzt. Festhalten. Was ist das für ein Wahnsinn? 20 Jahre mein Steward und nie nur ein Zweifel in ihrem Verstand. Erklären Sie sich. Bisschen bin in den Schafsen Dingern. Er befiehlt es. Ich nehme an, dass es der Chef-Steward ist. Bootsmann Mart wird auch noch gehen. Ach, das wird dann Charles. Nee, ich meine der Steward des Captains. Ich glaube, der Captain rockt es. Es müsste ein Philipp da sein. Mal schauen. Ich tipp's drauf, weil... Da ist er gebunden. Und er steht dort recht. 20 Jahre mein Steward und nie ein Problem. Und dann sieht er, bindet ihn. Und dann kommt der andere, der Kanonier. Na, vielleicht ist er der Mart und der andere der Kanonier. Ich erkenne nicht, wer da höher ist von den beiden. Bin ich mir immer noch unsicher. Aber das könnte da kommen, dass der durchgedreht ist. So, und wer sagt jetzt von denen? Schon. Es ist alles in Ordnung schon. Ich sah schon tief in der Tinte, glaube ich. Wo ist denn der Rest von seinem Bein? Wer sagt zu wem John? Er ist der Arzt. Das ist der Mart, James. Wer ist John? Der vierte Offizier, wer das dann irgendwo... Habe ich noch einen John? John Napis, Matrose. Könnte aber auch er sein. Redet er wirklich mit ihm? Nee, er sagt es zu dem anderen. So wie ich das verstehe, ist
Der Arzt sagt es jetzt zu wem anderen. Eradarar. Was ist ein Eradarar für eine Sprache? Kann das jemand übersetzen? Weiß das jemand? Wenn das Schwedisch ist, das wäre gut für mich. Aber ich denke mal, das sagt der Arzt. Es ist alles in Ordnung, John. Ich sah schon tief in den Tinte, glaube ich. Wo ist denn der Rest von seinen Beinen? Das würde irgendwie Sinn geben, dass es der Arzt fragt. Oder so, hier. Und, aber, weil ich die habe ich confirmed. Das weiß ich sicher. James ist der Mart. Und den Arzt habe ich auch confirmed. Henry Evans. Das heißt, er kann eigentlich bloß ihn fragen. Jetzt muss ich echt googeln, damit ich weiß, was Eradarar heißt. Ich glaube, dass es eben Schwedisch ist, weil Stuart des Captains, weil er ein Schwede ist. Schwedisch, Charlie, danke. Dann ist es definitiv der Stuart des Captains. Und dann sagt es der Captain, das passt. Dann müsste das John sein. Es macht doch nur Sinn, dass er dann schon ist. Zu wem soll er denn sonst sagen? Das ist noch ein anderer Matrose, oder? Wen John haben wir denn sonst? Das ist garantiert nicht der... Ich glaube, der tut den Matrosen zufriedenstellen und sagen, dass alles zu gut ist. Seinem Freund. Das würde Sinn machen. Danke. Puh. Komme ich hier wieder raus? Wo ist der Ausgang? Nein, wo ist der Ausgang? Da. Upsa. Okay, dann wäre... Keine Ahnung. Wir könnten rausfinden, wer der Mart ist und wer der Chef ist. Vielleicht, wenn wir den anderen noch beobachten. Ausschlussverfahren. Ich weiß es von ihm nicht, aber... Da, den, wo ich vermute. Erinnerung markieren. So. Wo ist unser Lazarett? Oh, da stirbt er da hinten, oder was? Nee. Bekannten Angreifer erschossen. Laden. Nicht jetzt schießen. Kanone zerfetzt. Ist definitiv hier. Das ist der, wo geteilt wurde. Da muss ich nochmal hoch. Das sind schon die Kanoniere. Ich weiß bloß nicht, wer der Chef ist oder wer der Matrose ist. Da bin ich mir unsicher. Bin mir sicher, dass es die Kanoniere sind. Ich bin mir unsicher, wer ist. Das ist Verderben Teil 3. Die beiden werden dann von der Kanone zerplatzt. Das, glaube ich, ist der Franzose. Da war ich in die Vermutung. Oh, Brennan ist auch wieder hier. Wo steht dann da...
das der Kanonier ist. Da ist der andere dann schon gestorben, oder was? Wann stirbt der andere? Stirbt ja schon. Stirbt denn der? Der stirbt schon vor der Soldaten der Meere, ne? Oder? Der stirbt bei der Meuterei. Nee. Rufen. Und nee, doch 5. Oder? Nee, Soldaten der Meere. Schnell, hier stirbt er. Da stirbt er. Es könnte sein, dass er der Kanonier ist und nicht der Maat. Er stirbt später. Und da, wo ich jetzt gerade bin, das ist die Flucht. Moment. Und jetzt bin ich gerade hier. Mir raucht der Kopf bald. Jetzt fängt auch mein Kopf an zu rauchen. Den Franzosen muss ich noch im Kopf behalten. Vielleicht machen wir den als erstes. Da ist die Kanone. Loose the Cannon. Das ist alles hier. Also, dritter Offizier ist hier. Ich nehme an, dass es ein Steward ist, aber das ist eine super Annahme. Das ist eine super komische Annahme, dass von ihm der Steward ist, vom dritten. Es kann sein, kann nicht sein. Bloß weil er würde ja auch einem anderen Steward helfen. Er würde ja auch einem anderen Steward helfen. Ich will immer noch den Shot, wo die Kanone hinten zu sehen ist, wo der eine stirbt. Moment. Umgekehrt einfach eine Kanone zerfetzt. Es ist schon das hier. Bin ich schon. Ah. Wo ist die Leiche? Aber die Sache ist, wer hat hier Lunte gefeuert? Das war der eine. Der davor zerquetscht wurde, der hat dann die Lunte abgefeuert. Und dann hat's den verrissen. Von einer Kanone erschossen mit Kanone, ja. Ich weiß nicht, wie ich rauskriegen soll, wer der Kanonier und wer der Maat ist. Ich finde immer noch, er sieht aus wie der Chef. Ich finde immer noch, das ist, denke ich, der Chef.
Ich habe keinen Hinweis sonst drauf, wer der Martis und wer der Chef. Ist doch mal jemand das Ding. Laden. Nicht schießen. Da gibt definitiv eine Anweisung. Was ist das für die... Teil 3. Das ist... Welcher dann? Nee, von da drüben. Machen wir mal der. Da sagte er nicht schießen. Der hat geschossen, wer immer das war. Der hat die Kanone abgeballert im Endeffekt. Feuern. Ist der Martin unter Deck? Ja, wer war das mit dem Franzosen? Machen wir das mit dem Franzosen. Wer hat Franzose gesagt? Shit, ich weiß es nochmal. Ich glaube, er ist der Franzose. Schade, ich dachte, das poppt was auf. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wer hat das mit dem Franzosen gesagt? Was war das für eine Erinnerung? Hier glaube ich. Ja. Der Krake. Wo ist mein Franzose? Fragt er. Der Bootsmann fragte, wo sein Franzose ist. Das heißt, er fragt, wo sein ihr Mat wurde zerfetzt. Zerfetzt. So. Einzige, wo wirklich volle Kanne zerfetzt wurde. Gott, die wissen wir auch alle nicht. Ich glaube, ich muss doch zurück mit dem einen nachfragen und. Der wurde zerrissen. Buchstäblich zerrissen. Ja, der Franzose ist der Mart, das wissen wir, aber es könnte natürlich auch was anderes sagen, was jetzt zerrissen wird. Das ist das Problem. Wo sehen wir denn noch? Warte mal, wir müssen dem seine Erinnerung nachgehen. Dass der Franzose wirklich ist. Im anderen. Da waren die Kämpfe, jetzt das ist was anderes hier. Da sieht man ihn zuerst. Lass nicht schummeln. Beim Schummeln sieht man ihn mal zuerst. Den angeblichen. Was ist der denn da? Was ist dann das zweite danach? Soldaten der Meere gleich. Moment mal, wo war das? Dann muss ich da die. Gott, das Spiel ist schwer. Gottchen, ist das Spiel schwer. Ja, ich laufe gerade richtig. Das ist der hier, ne? Wo ist da der Franzose dein Typisch zu sehen? Sayed, du tot. Oh, ich weiß, wer das ist. Der hier. Der hier. Oder?
Der schläft doch bloß. Alles Tote hier. Nein, aber viele Tote. Das war ja gerade noch am Anfang. Ansonsten wüsste ich nicht, wie sie sagen, dass er hier auch vorkommen soll. Upsa, nein, zurück. Wo ist er denn auf der Crew eingezeichnet? Wo ist denn der mit den Tattoos? Wo war der denn? Shit, was denn nur zerrissen wird? Bootsmann. Und du hast die Nummer bei den Hängematten, die Nummer im Crewbuch sind? Das könnte sein, ne? Hier ist er. Der Franzose, was ich meine. Der hat Tattoos, aber der hat kein Mädchen-Tattoo dran. Oder? Das könnte sein, ne? Dann wäre hier einer mit einem Tattoo, wäre die Nummer 37. Wäre auch ein Marsgast. Was ist denn ein Marsgast? Timothy Butman. Schottland. Was ist denn eigentlich ein Marsgast nochmal? Marsgast. Höher gestellter Seemann, der sich auf die Arbeit über Deck an den Segel und an den Tanker lange spezialisiert hat. Ah. Das stimmt. Das heißt, wenn wir das Tattoo irgendwo nochmal finden, dann weiß ich, wer er ist. Das ist ein Hinweis. Holy fuck, das ist definitiv ein schwieriger Hinweis, aber es ist ein Hinweis. Kann ich irgendeinen mit 10 Sternen finden? Das ist dann der. Aber wo soll hier der Franzose sonst sein? Das heißt, der wäre hier eingezeichnet. Das heißt, der würde hier vorkommen. Oder? Eine bittere Kälte, ja? Andere waren zugange. Hier. Ist der oben? Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Ist er unter sind. Das heißt, er liegt einfach hier mit drin. Aber wenn er da mit drin liegt. Was wäre denn der Franzose 7? Dann ist er das nicht. Hier liegen die anderen rum. Hier liegt nicht der rum. X. Said, stimmt das auch mit 54? Said. Wer ist dann X? So hat der X. So kann ich da reinlaufen. Dann müsste ich den ja auch identifizieren können. 51. Ist auch Indien. Renfajr Drujub. Relativ sicher.
sind das die beiden anderen Inder noch, aber wissen wir nicht. Krankheit. Sehen wir da irgendwelche Hinweise noch? Nein. Damn. Nice aufgefallen, Charlie. Ja, also wir wissen, dass Tattoo Matrose 37 ist. Das muss ich mir irgendwie merken. Tattoo Matrose ist Timothy. Timothy Tattoo. Schottland. Der Schotte hat ein Tattoo. Timothy hat ein Tattoo. Ja. Hör auf zu schummeln. Wer schummelt eigentlich? Kann man das erkennen? Lasst es schummeln. Das ist irgendwie russisch, glaube ich. Das heißt, einer von denen ist ein Russe und der beleidigt, sagt, dass der andere aufhören soll zu schummeln. Aber wer glaubt da, wer Schummel ist? Sind irgendwelche Hängematten leer? Da hinten ist eine leer. 53 ist nicht drin. Wer war an 53? Jetzt wird es aber langsam. 53 ist William Basim. Ja, ist einer von denen hier. Moment. Das ist ein Inder. Das ist der Inder. Das ist Said. Hier ist er. Und er sitzt hier drin. Dann sind, haben die hier alle vier Inder. Das ist Rajud. Dann müsste das. Dann müsste der ein 53 drin hocken, oder? Der hier drin hockte. Dann müsste dem das letzte gehören. Macht Sinn. William Vasid, dann ist es der andere. Ah. Weil der aus seiner Hängematte raus ist. Oh, bitte, was ist bestätigt worden? William Vasim, das ist, stürzt auf einer Treppe. Rajub, tragische Krankheit. Vierter Offizier wurde von Brandon totgeschlagen. Okay. Shit. Ich hoffe, dass der Kanonier einer von beiden irgendwie einhackt. Die habe ich noch nicht richtig, die habe ich noch nicht richtig. Der ist dann übrigens der letzte Inder. Wie heißt er? Akbar. Ausschlussverfahren. Macht Sinn, oder? Dass die alle vier hier sind. Ja. Okay. Guten Abend, Daro. Den nochmal angucken. Den Franzosen wissen wir mal noch nicht so ganz. Bei den Matrosen bin ich mir unsicher. Wir müssten auch einfach bloß einen Matrosen finden mit. Der wurde von irgendwem erschossen. Das war der. John Nappes. Wieso habe ich den John Nappes genannt? Ich war mir. Ich weiß nicht, wieso ich das meinte, dass er das war. John, Johnny. Irgendwie ein Ausschlussverfahren habe ich da gemacht. Yes. Müssen wir mal rausgucken.
So. Oh shit, da kann ich nicht raus. Oh Moment, Moment, stopp, stopp, stopp. Shit, eben vielleicht mal, ich will da mal rein. Will eigentlich schauen, wer ihn erschossen hat. Das sehen wir nicht ganz. Wer den Schuss abgegeben hat. Verteidigter, da ist es gerade. Someone shoot the damn thing und dann ist er Schießziehen. Da sind die beiden. Wer ist da der Chef und wer nicht? Ich könnte mir fast vordenken, weil er der Ältere ist. Er ist der Ältere. Dass er der Kanonier ist. Er ist der Kanonier. Und er ist der Maat. Dammit, ich weiß, dass die beiden das sind, aber ich weiß nicht, wie rum. Einfach vom Alter würde ja auch mehr Sinn machen, dass der Maat der Jüngere ist. Der hat ihn erschossen, hä? Huh? Der hat geschossen und ihn getroffen. Wer ist das da hinten? Shit. Holzmann? Das ist eins davor, oder? Nee. Shit. Doch, da kriegt der Bootsmann gerade den Schuss. Und dann geht er hinter und ballert. Was mir Wäldchen war? Oh, das ist der Schlachter gewesen. Ah. Ich habe damals noch unbekannt gehabt. Der macht unten auf. Das ist Thomas, das sind diese Fähnriche. Okay, der wird von irgendjemandem erschossen. Da reichen sie Munition nach. Da reichen sie Waffen nach. Der Bootsmann rennt dann raus. Kommt schon das nächste Viech. Oh, da ist der Schlachter, der war dann tot. Wieso sage ich erschossen? Wieso habe ich gesagt, dass der erschossen wurde? Ich glaube, ich habe Fehler gemacht. Der sieht mir nicht. Ach so, natürlich! Depp. Der ist hier verletzt, geht dann hier nach hinten und wird dann da hinten erschossen. Aber ich weiß immer noch nicht, wer das war hier draußen. Der hier, glaube ich. Der hier war das. Das ist er, greift hier die Pistole. Der geht da rum hinten.
und ballert dann von hinten drauf und schießt daneben. Das war er, aber ich weiß nicht, wer er ist. Jetzt die Frage, ist es der Mart oder dann ist es doch das er? Das müsste er der Alte sein, also er der Kanonier. Okay, passt das soweit? Ja, schauen wir mal wen anders. Ganz klar, Selbstmord. Passt, absolut. Oh, wen könnte man denn noch rauskriegen? Wen könnte man denn noch rauskriegen? Wo könnte man denn diesen Matrosen finden, diesen Schotten? Der müsste ja ziemlich sicher richtig sein. Der Schotte, wo war denn der? Ja, der bessere. Timothy Bootmatt. Er hat nämlich... Servus, Ophelias. Müsste einer der Matrosen sein, die auch dieses Tattoo haben. Ich war oben, wo wir oben irgendwo auf einer Deckszene, genau. Wo der Blitz eingeschlagen ist. Oben auf on Deck mal. Ganz oben on Deck. Ne, die ältere. Was war das Rufen? Da geht das Ganze raus. Da sind noch ein paar mitgegangen. Da könnte man auch noch einiges kriegen. Das Verderben. Hier. Soldaten der Meere. Da, eins. Das ist der, wo oben gebrutzelt wurde. Das Spiel ist saugeil. Aber mir raucht der Kopf. Aber ich habe Angst, wenn ich jetzt Stopp machen, komme ich gerne mal mit. Da, der ist runtergefallen. Holy shit, ist das geil. Okay. Wir brauchen einen Matrosen mit... Da ist der wieder. Mit einem Tattoo am Arm. Kann ich mir jetzt kürzer, ich werde jetzt keine Pause machen. Yep. Ja, hier oben ist keiner mit einem Tattoo am Arm. Das ist ein Mädchen-Tattoo. Kein offensichtliches. Gott, wieder runter. Ein Drittelhammer. Sehr viel. Da wäre der zweite. So, dann haben wir zwei. Was war das für einer? Ja, hier. Nee, es wird morgen. Wir sind alle an Deck. Ich muss doch mal einen finden mit einem. Das eine Tattoo hat mir ja ziemlich deutlich gesehen. Dann müsste eigentlich so klar sein. Ja, aber ich denke einfach, dass wenn du mal dann ein paar raus hast, dann schließen sich manche plötzlich schnell auf. Weil du musst so denken, wenn du dann je mehr Namen du rausbekommen hast und je mehr festgestellt sind, desto weniger Möglichkeiten gibt es ja. Ich tue mal in Cappuccino leider nicht so viel Zucker rein, Vapor.
Ich möchte von dem Kaffee und der Milch verschmecken und nicht einfach bloß pappsüß. Bloß so als kleines Tidbit. Ja, eben, Koks rein. Shit, findet man keinen. Noch eine Deckzähne. Brauch eine andere Deckzähne. Upsa. Ja, da sind sie ja schon am Kämpfen. Da könnte er schon längst tot sein. Könnte. Gefangene. Könnte auch einer der sein, die dabei sind und hier kämpfen. Das könnte auch sein. Aaron, kannst du atmen. Es sind mehrere Möglichkeiten. Oh, da müssten wir doch die ganzen Matrosen auch sehen. Bei der Szene eigentlich, oder? Nicht in Farbe ist. Ja, aber dann müsste schon ziemlich gut sein. In Farbe, ganz ehrlich. Ich finde jetzt, wenn du so eine klotzige Grafik hast, dann ist es auch nicht so gut. Das gibt einen ziemlich geilen Stil ab. Sagen wir es mal so. Wenn, dann müsste es schon wieder so in Witcher-Grafik sein. Also so richtig Hammer haben. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Here. Fire! Deswegen habe ich angenommen, dass er Mr. Wolf ist. Ready, men, aim, fire. Deswegen nehme ich an, dass er Wolf ist, der Kanonier. Ah, da müsste er der Maat sein. Aber er wirkt älter. I don't know. Ich weiß, dass die beiden Maat und Kanonier sind. Ich weiß bloß nicht, wie rum. Wir finden wieder kein Tattoo. Shit. Hallo, Giordon. Das ist der Maler hier. Der hat den geilsten Tod von allen. Bisher. Okay. Scheiß mal auf dieses Tattoo, das sehen wir dann schon noch. Schau mal auf die Segel. Na, warte mal. Ich gehe jetzt einfach was anders hinterher. Das Tattoo muss ich mir einfach aus dem Kopf behalten. Ich kann nicht einfach so zwangsweise. Der hat 3 Sterne. Der ist anscheinend schwieriger. Ich sollte einfach einen einfachen nehmen. Die haben wir schon. Der hat auch 3. Der wurde von Nichols auch erschossen. Los, Jungs, wir können sie so wagen. Loslassen. Ah, upsa. Haben wir noch irgendwie ein leichtes? 2. Schrecklichen Bestie aufgespießt. 7 Erinnerungen. Markieren wir uns die mal. Hier ist er gestorben. Weiter rudern. Sie sind da. Heilige Mutter Gottes ist hier.
Rudert ihr Narren. Das war... Schauen wir mal, welche Matrosen das sind. Das ist der Mord. Was ist das? Wo ist das? Im Geschützdeck. What? Oh, aus dem ersten Offiziers raus. Schauen, wo er da zu sehen ist. Das ist der erste Offizier hier raus. Und ich suche ihn hier. Wo ist er? Ja, momentan gibt's halt Bob, hängt doch dran. Erschossen worden. Nee, wir machen es dann morgen in Ruhe weiter. Wir machen jetzt dann bald noch die Verlosung. Vielleicht noch einen rausfinden. Dann wurde erschossen. Da hat er die genommen. Das ist der, der mitgemacht hat. Das ist der, der hier mitgemacht hat. Hier, der hat es sich hier geschnappt. Tattoo? Wo ist das Tattoo? Ah, das ist Tattoo! Oh mein Gott, das hätte ich nicht gesehen! Oh mein Gott! Danke, Charlie! Der hat das Tattoo! Oh mein Gott, wir wissen, dass es ist! Oh, das war unser Schotte, da unser Timothy Bupemund. Oh shit, immer noch keine 3, aber das ist ziemlich sicher. Das ist er. Das Tattoo ist eindeutig. Shit. Jetzt wechsle ich die beiden nochmal. Ich meine immer noch, dass er eher der Kanonier ist. Und... Shit. Dann ist er der Mart. Nicht. Stimmt irgendwas noch hinter den beiden? Tja! Der ist ziemlich sicher, der Mart. Nein, der Kanonier. Dann ist er der Kanonier. Er sagt zu ihm Wolf. Ach so, aber den habe ich noch nicht komplett fertiggestellt. Stimmt. Wir wissen nicht, wer den umgebracht hat. Ist er Steuermann einfach. Schade. Versuch was wert. Absalom. Ich weiß, den Steuermann haben wir noch nicht gesehen, wo er steuert, deswegen. Okay. Hey. Aber er ist hundertprozentig sicher. Den haben wir fertig. So, die Frage ist, wer ist denn Mr. Unbekannt hier? Der zu dem Verräter hier zählt. Die Hammer, der hat auch noch mitgemacht. Auch mitgemacht. Los, Jungs, wie können Sie so sagen? Loslassen! Los hier mit der Captain. Die ganze Crew wird auf den Fersen sein. Ergib dich. Er hat bloß 2 Sterne, das sollte gar nicht so schwer sein. Ja, das war der andere Dialekt davor. Gut, denn wir haben ja noch andere Sachen. Da wurde einer angeschossen. Jetzt wissen wir auch nicht, wer das ist.
Naja, gut, gehen wir nochmal raus. Schauen wir den anderen noch mit dem an. Vielleicht kriegen wir noch raus, wer er ist. Alter, pass mal. Was haben wir davor nochmal gesehen? So. Mr. Wolf. Auf dem Foto hat er die Hand am Steuer. Wo? Welchem Foto? Dem Foto. Welches Foto? Das große Foto? Hier ist, kommt er auch vor. Natürlich kommt er da auch vor. Da kommt die ganze Crew vor. Der Typ, der eben auf dem Boden lag. Oh. Ja. Da kommt die ganze Crew vor. Oder ist er einer von denen, die labern? Ich soll nochmal schreien. Noch mal schreien. Er wäre ja auch da in die Richtung. Oh, stimmt. Dann ist das der Steuermann. Das macht Sinn. Der ist der Steuermann. Aber da wurde bloß angeschossen, nicht umgebracht. Wo ist die zweite Erinnerung? Wie gesagt, mir fehlt noch ein Kapitel. Vielleicht muss ich doch zurück mit dem Buch und dass ich das letzte Kapitel freischalten kann. Ich weiß es nicht sicher. Was ist das hier? Ist er dann hier zu sehen? Das ist dann der Kanonier-Markt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es. Ich bin mir so 70% sicher, dass er der Mart ist und der andere der Kanonier. 70%. Nicht 100%. Wo ist denn hier der Steuertyp zu sehen? Der soll denn der vorkommen? Stuart, das ist der unbekannten Angreifer. Shit. Das ist der dritte Offizier. Oh. Oh. Okay. Wurde wohl verzehrt von der Bestie. Nice. Ah! Was lockt er jetzt rein? Steuermann, weil er schlägt mich in Bestie verschlungen. Timothy, der ist auch fest. Okay, ich will den Steuer. Oh, Matrose. Akbar Matrose schlägt mich in Bestie. Fuck. Fucking Kanoniere. Wenn es mir davon einen bestätigen würde, aber es bestätigt nicht. Weißt du, wenn er richtig hab. Ich hab's ja noch nicht richtig. Das stimmt noch was nicht bei diesen fucking Kanonieren. Fuck! Damn. Okay, den Steuermann haben wir jetzt. Das war so ein Nebencharakter, aber hey, der war es weg. Das ist auch.
Der kam rein, der hat den Captain totgeschlagen. Ich 14 Erinnerungen mit denen, der müsste doch rausfindbar sein. Das ist irgendeiner dieser Matrosen, ne? Hm. Wo kommt der zuerst vor? Wieder bei den, beim Schlafen da, oder? Ja. Da kommt er auch vor. Das ist... Wer ist das hier? Das ist der hier, ne? Ah. Das ist der hier. Ich weiß doch gar nicht, wieso Captain es so hart verteidigt hat. Der hat die Muschel, der hat glaube ich noch gehabt. Das ist er da oben. Das heißt, es müsste einer derjenigen sein. Oh Gott, der könnte echt schwierig sein. Ich denke nicht, dass wir da irgendwie einen Hinweis drauf haben, aber ich denke, dass es einer derjenigen ist, die da unten drin liegen. Minus diejenigen, die wir schon haben. Da unten liegen hauptsächlich die Marsgast. Und... Oder? Wo ist denn Timothy? Da. Der aus China sind es nicht. Können es alle anderen sein hier. Jetzt komme ich nie drauf. Wer das ist. Hm. Dann müssen wir erst noch andere Nachhinweise kriegen. Außer der kommt noch woanders vor. Da so oben in den Seilen mit drin. Ich mir aber auch nichts. Wo ist er hier? Okay. Moment. Momentos. Gehen wir uns den besten Tod überhaupt angucken. So stirbt man als Maler. Was ist hier? Sind Matrosen, die rumhocken. Das ist der dritte Offizier. Oh! Oh, das ist der dritte Offizier, der läuft neben ihm her und er gibt ihm Essen. Wenn das mal nicht der Steward vom dritten Offizier ist. Roderick Anderson, das macht nur Sinn. Ich habe den schon mal neben ihm gesehen. X.
Das heißt, dass der eine zu sehen sei. Ist der eine hier? Oh. Na, er hat gekommen, was? Die sitzen hier. 41. Ist er vielleicht die 41? Was wäre denn die 41? Die 41 wäre noch nicht mal vergeben. Ne, ist es aus China? Oh, das ist ein Chinese, oder? Ist er neben seiner... hängt. Es hier gibt schon ein paar Hinweise. Das macht Sinn und er hockt da drin, aber das sehen wir nicht, was er hat. Das würde Sinn machen, dass der das ist. Dass der hier hockt. Etwas Sinn machen. Die andere Sache ist, es heißt, dass ich den hier den. Was soll ich sagen? Dass den einen, den ich suche, in dieser Erinnerung sein soll. Das heißt, er müsste in einer dieser Hängematten hängen. Das heißt, er ist einer. Gottchen, das geht nicht schon. Wen habe ich gesucht? Den hier, oder? Genau. Der taucht hier auf. Das heißt, er ist einer. Das sind ja die Mardgasts. So, da ist Timothy. Das heißt, er ist einer von denen, die hier drin liegen, die wir nicht schon haben. 43, 44. Wer wäre denn das? Wer ist denn 43, 44? Oh Gott, ich verdrück mich. Mabba und Lewis Walker. Das sind schon mal zwei Kandidaten, wo er sein kann. Kann nicht. Er kann nicht die hier sein, weil die leer sind. Die anderen sind alle leer. Könnte die 45 sein? Mabba, Lewis Walker oder Leonid Volkov? Volkov ist ja auch der Russe. 43, 44, 45. Und ansonsten... Oh, da hängt auch noch einer. Fuck. 56. Henry, den haben wir schon. Den haben wir schon bestätigt, das ist auch nicht. 43, 44, 45, ja, Neuguinea, das weiß ich. Sieht nicht so aus. Ansonsten sind es keine Voll... Oh, no, doch, das ist ein X. X, wissen wir nicht, wer X ist. Das war mal der Inder mit X. Der ist 41. Wenn ich jetzt in eine andere Erinnerung reingehe. 43, 44, 45. So, wenn ich jetzt aus der Erinnerung rausgehe. Holy moly, war ich nicht schwer. Gott, jetzt bin ich aber am Gehen. Und zwar will ich dann in diese Erinnerung reingehen. Das ist wieder die typische mit dem... Ah, da war ich schon oft drin. Das ist eins runter noch, ne? Naja. Was ist das mit dem Leichensack am Boden? Wo ist er denn? Hier liegen sie auch alle drin. Die können es alle schon mal nicht sein, weil das müsste sich ja überlappen. Und hier ist 47. Ist das einer von denen? Nee. Hier soll er auch vorkommen. Das heißt 59, 38. 40, 41, 41 ist doppelt. 39, 36,
Ich sehe, dass es kein Millionär ist. Weil 41 ist doppelt. Oh, 45 auch. Aber da hängt keiner mehr drin. Das kann doch nicht sein, 45. Dann wäre es ja einer von denen hier. Ist er nicht. 45, 47 ist er definitiv nicht. Dann 57 und so kann er auch nicht sein, weil die hängen drüben nicht dort. Und das ist, da ist der mit X, das sind diese ganzen Ender, die haben wir schon festgestellt. Und hier ist 59, 38 war drüben auch nicht. 41, 40, war da was da? Nee, es war... 41, 40, Moment mal, es war 41, 40, 39. Nee, das sind die 41, 40, 39, das sind die... Die Chinesen hier. Das heißt, er müsste 43 sein. Doch, Maba. Weil 43 hängt hier auch, oder? Ne, wohin 43? 42 hängt hier auch. Aber da ist niemand drin, oder? Oder ist jemand drin? Ist es nicht. Da ist ein Leintuch drüber, also scheint jemand nicht drin zu sein. 42 hört aus. 47, 45, 46. 47, 45, 46, das sind die drei hier. Glaube ich. 45, 46, 47. Das müssten die drei hier sein. Aber wir wissen natürlich nicht, in welcher... Ja, das sind die drei Russen hier. Wir wissen bloß nicht, welcher Russe wer ist. Das sind definitiv die drei Russen. Wieso habe ich den Patrick O'Hagen genannt? Oh, ich hatte vermutet, dass es Hagen ist, weil er den angelabert hat auf dem Schiff. Das ist nicht der Hage. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist ein Russe. Auf dem Schiff habe ich... Der hat einen falschen angelabert. Ich habe auf dem Boot vermutet, dass der eine angelabert wird. Okay, machen wir nochmal. Wer ist jetzt wirklich doppelt von den Zahlen? 40. Die einzige Zahl, die doppelt ist. Wo ich vorhin gesehen habe und jetzt auch sehe, ist die hier. Das ist 42. Dann müsste der Typ die 42 sein. Nicole Bottel. Das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Weil er hinten auch vorkam mit... Wenn er hier in der Szene sein soll, dann wüsste ich sonst nicht was. Hier kann man nicht lesen. Von denen ist es keiner. 40, 41 kam aber hinten nicht vor. Oder? Nee, das sind die Chinesen. 40, 41. Das sind die ganzen Chinesen. Kam man nicht vor. 43, 44, 45 kam er vor. Ich bin doch dumm. 43, 44, 45 kam vor. Nicht 42, oder? Das sind die Russen. Nochmal. 50, 57, 55, 56. Was war die andere Erinnerung, wo ich die gerade gesehen habe? Oh Gott, mein Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Wo war die andere Erinnerung? Ach Gott, ich kann blättern, ne? Das war die hier. Nein, nicht die auf dem Mast, doch nicht. Hier in einer bitteren Kälte, nein. Auf dem Mast. Hier. Natürlich, wo der gestorben ist, der Scheißer.
Oder er ist woanders zu sehen. Glaub's nicht. Es sollte ja an beiden zu sehen sein. Oder ist hier irgendwo ein Deck? Am Kämpfen? Oh shit. Das kann sein. Der vierte Offizier. Oh. Ja, da ist 41. Den nehme ich immer noch an, dass er das ist. Wenn er gerade Pause hat. 43, 44. Da liegen sie beide drin. 45. 56. 56 ist auch voll. Das war drüben auch voll. Shit, wer ist 56? Haben wir schon. 56 ist schon bestätigt. Kann ich nochmal auswählen. Wer war 56? Brennan. Oh. Brennan schläft dann halt. Wer denn noch? Mit dem X. Ich weiß nicht, was dieses X soll. Aber wo ist er denn sonst hier in der Szene? Es wird mir angezeigt, dass er in der Szene ist. Das kann er dann bloß... ...45 sein. 45... ...43 oder 44. Was anderes kann er dann sein. Da ist alles leer. Da ist alles leer. Tiefer runter komme ich nicht. Sind die hier? Da ist der tot. Und oben auf dem Deck ist er auch nicht. Dann kann es aber 43, 44, 45 sein. So. Dann kann er aber einer von denen sein. Jeder mal anders. Das könnte der Steward vom vierten sein. Der hält ihm das Licht und ist bei ihm da. Das würde Sinn machen. Aber... Ja, ich glaube, er ist 43, 44 oder 45. So, wenn aber eins von den dreien ist und in dieser Erinnerung drin ist. Wo ist denn eine andere Erinnerung? 43, 44. So, ich gucke hier hin. Und hier heißt es, in der ist er auch drin. In der, das ist mit dem Blitzdings. In der Erinnerung kommt er vor. Wir sind auch schon erschossen. Und dann kommt er ganz am Ende. Da sehen wir den. Hier kämpft er halt draußen irgendwo mit. Whatever.
Sachen mitkämpfen. Ja, die interessanten Sachen sind eigentlich, wenn er da war, dann, das ist das allererste. Und da soll er auch vorkommen in der Erinnerung. Erste Erinnerung markiert. Das heißt, der muss da auch drin vorkommen. So. Macht Sinn. Suchen wir vielleicht schon die komplizierten Fälle raus. So, jetzt, er muss hier vorkommen irgendwo. Da geht's raus. Da ist nichts. Da haben wir Zahlen. 58. 57, 55, 56, das ist garantiert nicht zu hoch. Da sind die Inder. Oh, 51, 54. Das X. Aber den X haben wir auch schon bestätigt, dass der richtig ist hier hinten. Ja. So, das andere, was so bleibt, ist 59, 38, 41, 39. 40. Und da auch noch welche dazwischen? Nee. Das ist aber auch. 36 ist auch zu niedrig. Und dann wäre hier 42. Aber ich habe 43, 44, 45 gesagt. Das ist ein Problem. Und das sind 43, 45! 43, 44, 45 habe ich gesagt, oder? Dann muss er der aus Russland sein, Leonid Volknow. Dann ist doch nicht das der Russe. Aber war das vielleicht doch Hagen? Dann hatte ich das mit Hagen, richtig. Jetzt spielt er mit den Russen. Und das sind die anderen beiden Russen. Und da waren Russe. Oh, Moment mal, da oben ist keiner drin. Da müsste ich ihn ja sehen. Dammit, das ist wieder eine dumme Aussage von mir. Untereinander. Ja, keine Ahnung, wo der hier sein soll. Sonst weiß ich nicht, wo er hier sein soll. In der Erinnerung. Ich dachte halt echt, das macht was aus, aber ne, weil die sind ja leer und es ist keiner von den dreien hier. Sehe ich denn irgendwo durch oder wo zum, das ist ein Bug, dass der hier angezeigt wird? Sehen. Vielleicht ist es so einer, den ich nicht erkennen kann. Ja, komisch. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einfach jemand anderes nehmen. Bin jetzt so auf den Ver. Ich habe das Gefühl, das ist so der Lösungsweg. Den habe ich schon richtig. Also ich habe irgendeine Zahl übersehen. Ich habe irgendeine Zahl übersehen. Keine Ahnung. Machen wir einen anderen. Machen wir Stopp und machen morgen weiter. Speichert es eigentlich dauerhaft? Die andere Sache ist es jetzt, vielleicht sollte ich auch erst mit dem Schiff zurückreisen. Aber dann müsste ich ja nochmal dahin. Ich weiß es nicht, ob ich das. Keine Ahnung. Mir fehlt der Schlüssel zum Lazarett. Und der eine schreibt: Bitte das Schiff verlassen, mir das Buch zurückgegeben haben. Der Arzt schreibt mir, dass er mir das Kapitel verborgen bleibt. Vielleicht muss ich noch ein zweites Mal wieder zum Schiff hin. Aber der warnt mich halt so: Hey, möchtest du jetzt verlassen oder hast du hier alles erledigt? Und dann so: Na fuck. Und dann kriege ich halt noch weitere Erinnerungen.
Da bin ich mir unsicher. Da könnte ich mit dem gehen hier. Automatisch gespeichert. Probieren wir morgen erst noch mal ein paar, dass ich noch ein paar Namen kriege. Die müssten sich ja eigentlich schneller auflösen. Das sieht aus, das kommt definitiv auf mich zu. Machen wir die Verlosung, bevor ich hier noch einschlafe. Wenn man den ganzen Tag den Kopf so anstrengen muss, dann vielleicht spiele ich da morgen einfach ein bisschen auf Commodore-Grafik. Jetzt ist noch mehr Farbe drin, also. Weiß nicht mal sogar LCD-Grafik. Nein, das ist der Kontrast mir zu hoch. Das wirkt ja schon ziemlich krass aus. Das ist zum Titel. Holy shit, ist das ein geiles Game. Aber es dauert doch ein bisschen länger. Ein Spiel von Lucas Pope. Es dauert länger als erwartet. Wie war das Spiel? Ist das zu lang? Wahrscheinlich, wenn man nachguckt und nachspickt, wenn du selber Sachen rauskriegen wirst. Oh. Jetzt komme ich mal wieder ein richtiger Detektiv vor. Holy shit, 4 von 5.